So, herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir einige Gegenstände gesammelt. Aber wir waren eigentlich irgendwo fest. Und wussten nicht so recht weiter. Deswegen habe ich mich ein wenig informiert, weil ich ja eben überhaupt keine Ahnung hatte. Und und jetzt haben wir plötzlich diesen nassen Schwamm. Wow! Das hätte mir jetzt auch nicht selber einfallen können, ne? Nee. Und anstatt einfach hinten nachzuschauen und das da mitzunehmen, was eigentlich noch da lag von vorhin, nee. Kommt nicht in Frage. Nee, will er jetzt auch nicht nehmen. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Recht hat er, der Typ, recht hat er. So. Dann machen wir gleich einen weiteren Trick. Da wir auf dem Rezept Schwarzpulver brauchen. Zack. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Genau. Da haben wir uns gerade Schwarzpulver erhascht. Wofür der Dartpfeil gut ist, das weiß ich noch nicht. Da ist ein Trichter, den ich noch nicht so... Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank... Ah ja, Rufus. So, haben wir hier auch nichts mehr. So, dann gehen wir mal hier runter und raus, denn dann haben wir hier wirklich nichts mehr zu suchen. So, was können wir denn als nächstes machen? Wir gehen mal in die Gasse und schauen uns mal den Sprengplan an. So, und da war jetzt eigentlich weder das, sondern es waren eigentlich die drei Dinger, die man hätte sprengen müssen. Das habe ich mich auch informiert, weil ich nicht wusste, wie der Sprengplan funktioniert. Oha, das Sprengsignal. Achtung! Sprengung! Boom! Okay. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papagei besorgen. Verstehe. Mal schauen, ob er sprechen kann. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Oh, ist das geil. Okay, sonst ist hier nix. Gehen wir mal rein in die Notfallstation. Okay. Der ist so schwer mit mir zu nehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ah ja, das bist du, ne? Deswegen gibt's so viele Explosionen. Okay, haben wir sonst nichts. Tun wir mal den Hebel nach oben. Okay. Ach, das kann man auch rausnehmen, okay. Okay. Den Schrank sah sie leichter aus. Ja. Ey, wir brauchen halt auf jeden Fall diesen Dietrich. Das ist schon mal ganz sicher. So. Aber wir brauchen aber auch die hier. Das habe ich mir nämlich auch nochmal angeschaut, weil ich nicht wusste, wie man hier reinkommt. So. Haben wir noch sonst irgendwas hier, was wir gebrauchen könnten? Kann man vielleicht noch so einen Luftballon aufblasen? Das wäre schon... Ja, so für den Hunger halt, also zwischendurch, ne? So, was haben wir hier sonst noch? Nix mehr. Okay, dann probieren wir mal das, was ich gesehen habe. Beziehungsweise gelesen habe. So, müssen wir eher so. Zack. Weil hier ist ja dieses Loch jetzt. Und dann die Fußfesseln da rein. Ja, und dann den Hebel rauf. Ja, und... Strike! Strike! Genau.
Dann habe ich, nee, Quatsch, wir brauchen nämlich die Feuerwehr. Genau. Und dann brauchen wir hier die Handschellen für diese Klappe. Und nachdem wir diese Klappe betätigt, also was heißt betätigt, festgemacht haben, müssen wir wieder den Hebel nach oben. Und voilà! Wir kommen von unten rein. So, jetzt holen wir uns da drinnen noch irgendwas, was ich jetzt, also beziehungsweise jetzt soll anscheinend der Weg frei sein für uns. Und, oh, Nummer 63. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Ja. Klar. So, so und nicht anders, ne? Also hier, nicht, dass ihr denkt, dass der Rufus mal hier... Nee, nee, meine Freunde. Der Rufus, der ist schon ganz... Der ist ein ganz gewiefter. Ja. So, schauen wir mal vor das Stadttor. Irgendwas muss es hier doch noch geben. Ah ja, genau, wir haben ja den nassen Schwamm. Habe ich ja fast vergessen. Da kann man nämlich jetzt die Windschutzscheibe sauber machen. So klug, wie ich muss halt war. Muss das wirklich sein? Ja. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Oh. Dämlicher Name. Schnutzipuh, genau. Bist auch so ein Schnutzipuh, ne? So, jetzt packen wir uns den Dietrich. Machen mal schön den hier. Oh ja. Oh, wunderschön. Und jetzt können wir auch in den Medizinschrank. Ja, ja. So, alles klärchen. Jetzt bleibt aber immer noch eine Sache offen, und zwar... Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Aufput. Moment mal, brauchen wir das nicht fürs Rezept? Ach, wir haben jetzt komplett den Kaffeepulver jetzt eigentlich schon. Ah. Geil, dann brauchen wir jetzt nur noch das Wasser. Okay. Ja, dagegen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Dann malen wir jetzt mal alles. Mal nochmal auf die Mühle, da müsste unsere Chilischote sein, ja. Machen wir mal das Aufputschmittel. Ja, einfach mal die ganze Dose reinwerfen und das Schwarzpulver. Eine Prise Schwarzpulver. Ja, und Kurbel. Mit Liebe. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller oder... Nein, Killer klingt cooler. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Haken. Finger weg von meinen Sachen. Finger weg von meinen... Okay. Haben wir da nicht irgendwas, was wir... irgendwie nicht so, nee. 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 Nö. 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 So. Ja. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist. Nein. Das Thema ist, wer verdient dein eigenes. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein. Du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Oh Mann, jetzt komm schon. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ach so. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Du bist immer noch da. Wahnsinn. Finger weg von... Gewichte... Was? Ich brauch die Sachen aber. Hierhin mal der Käfig, aber auch er hat es nicht. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Drogerie infiziert hast.
Also meine Version war lustiger. Oh, es ist gut. So. Jetzt müssen wir aber mal schauen, wie wir weitermachen. Gehen wir mal in die Gasse. Und dann nochmal rein zu Lonzo. Haben wir hier sonst noch was zum Mitnehmen? Ah ja. Ah, wir können roten Vorhang nehmen. Ah, wie geil. Ah, wie geil. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, machen wir mal. Genau. Ah, das haben wir schön. Haben wir gut gesammelt. Das haben wir gut gesammelt. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Espresso-Tasse, Kaffeemaschine, geschlossenes Fach, Tankdeckel und so. Nee, sonst haben wir hier tatsächlich nichts. Haben wir hier noch was? Ah, klar, wir können einen Schlüssel holen. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen, fauler Sack? Hallo nochmal. Hi, ruf oben auf. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Mein Name war Schnutzipuh. Schnutzipuh? Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich weiß nicht, ich glaube es ist Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ja, das habe ich. Ich lese viel. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Ich will ja gar nicht wissen, wie du deine Bücher liest, Hanek. Aber müssen wir auch nicht. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und jetzt kommen wir in den Truck rein. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass wir das schaffen. Jawollo. Hebel. Und die Motorhaube. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay, Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Aha. Vielleicht bohren? Ich will an die Batterie sorgen. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an... Au! Yeah! Saubere Arbeit, Rufus. Hat er echt die Batteriesäure raus? Aber jetzt haben wir ja nichts zum... Probieren wir es mal damit. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Ja. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gefülltes Glas Plörk? Ja. Daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Genau. Und wie machen wir ihn gleich noch ein bisschen geiler? Rot. Weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Yeah. Was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gebracht wird. So. Blutabnahmen. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Puh, Kinderspiel. Jawollo. Ah, ist das geil. Richtig geil. Stierblut? Check. Okay, dann hätten wir jetzt echt das Stierblut schon mal. Okay. So, was können wir denn noch machen? Irgendwas müssen wir doch noch machen können. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Haken. Finger weg von mein... Okay.
Vielleicht damit? Das mache ich lieber woanders, in meinem Inventar zum Beispiel. Ach so. Ach so, ja. Ja. Irgendwas müssen wir doch noch machen können, oder? Oh man, ich brauche unbedingt diesen Haken. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das hinkriegen soll. Eine gewisse Ahnung habe ich jetzt schon. Da wir schließlich runter in den Keller müssen. Und hier unten haben wir dieses Rohr. Und dieses Rohr können wir anbohren. Da ist es eigentlich ziemlich sicher. Ja. Kein Wunder, dass es da war. Ja. Als nächstes müssen wir aber irgendwie dieses Wasser reinbekommen. Und